Rache am Ex. Drei fiese Ideen. Nicht okay, aber gedanklich eine Wohltat. Nach manchen Trennungen ist man so wütend, dass man an Rache an seinem Ex denkt. Oftmals hilft schon allein der Gedanke daran, was man ihm Gemeines antun könnte. Doch Vorsicht, ihr seid mehr als emotional und handelt weder logisch noch objektiv. Überlege dir vorher also genau, ob du deinen Rachegelüsten nachgibst oder nicht. Letztlich geht es dir danach nicht unbedingt besser. Hier deshalb unsere gemeinen Ideen, die dir vielleicht einfach nur gut tun, wenn du sie dir vorstellst, statt sie in die Tat umzusetzen. Nummer 1. Eine Duftmarke hinterlassen. Dein Ex ist ein echter Mistkerl und hat eine fiese Racheaktion verdient? Bevor du seine Wohnung für immer verlässt, hinterlasse ihm doch ein kleines Andenken. Wie wäre es mit einem Stück würzigen Käse hinter der Heizung oder ein paar Fischreste unterm Ofen? Spätestens nach ein paar Tagen wird dein Ex das kleine Abschiedsgeschenk ganz sicher erschnüffeln. Nummer 2. Ein Makeover verpassen. Dein Ex zählt zu der Sorte Mann, die sich selbst für den nächsten Brad Pitt hält? Dann ist es an der Zeit für ein ganz spezielles Beauty-Makeover. Fülle etwas Selbstbräuner in seine Gesichtscremetube. Mit seinem neuen Look verdreht dieser Mann so schnell keine Köpfe mehr. Nummer 3. Einen grünen Daumen beweisen. In seiner Wohnung liegt ein stylischer Flocati-Teppich. Glückwunsch! Dann wird dein Ex schon bald sein grünes Wunder erleben. Besorg dir einige Packungen Kresse-Samen und verteile diese auf seinem Teppichboden. Danach das Ganze gut mit einer Sprühflasche befeuchten. Innerhalb von wenigen Tagen wird dein Ex glauben, er steht im Wald.